Hallo zusammen, wir schauen uns nun eine wunderschöne Erkenntnis aus der wunderbaren Welt der Mathematik an. Und zwar wollen wir folgende Behauptung beweisen. Alle Normen auf dem n-dimensionalen reellen Vektorraum Rn, die sind äquivalent. So, die Definition davon, die habt ihr am Anfang des Videos gesehen. Und ja, die Frage ist, warum ist das überhaupt eine ziemlich coole Sache? Es liegt daran, weil, naja, wenn wir äquivalente Normen haben, die induzieren äquivalente Metriken. Okay, also wir haben hier das Niveau der Normen. Okay, also hier sind die Normen. Hier haben wir so äquivalente Normen und die induzieren auf dem Level der Metriken. Okay, die induzieren äquivalente Metriken. Und die wiederum induzieren dieselbe Topologie. Und ja, wenn wir äquivalente metrische Räume haben, die haben die super coole Eigenschaft, dass sie dieselben konvergenten Folgen haben. Ja, das ist ziemlich geil. Das haben wir schon mal bewiesen gehabt. Und wer das sehen möchte, den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Gut, jetzt wollen wir beweisen, dass alle Normen auf Rn äquivalent sind. Naja, es gibt auch das ganz allgemeine auf einem endlich dimensionalen Vektorraum stimmt es auch. Aber wir wollen es jetzt auf Rn beweisen. Gut, wie beweist man das? So, wie beweisen das so? Und zwar, wir nehmen uns irgendeine beliebige Norm auf Rn und beweisen, dass die äquivalent zur euklidischen Norm ist. Und dann, also man weiß, dass die Eigenschaft äquivalent zu sein, das ist eine Äquivalenzrelation. Und weil es eine Äquivalenzrelation ist, ist die Behauptung bewiesen. Ja, dass eine Äquivalenzrelation ist, das ist super einfach auf dem Level von Metriken, also von metrischen Räumen. Das haben wir schon einmal in einem Video gezeigt. Wer das sehen möchte, den Link findet er auch in der Beschreibung. Okay, also diesen Beweis gibt es auch, indem man zeigt, dass jede beliebige Norm äquivalent ist zur Maximumsnorm. Das kann man auch machen. Ich sag mal, das ist Geschmackssache. Und das, was wir jetzt machen, kann man auch analog mit der Maximumsnorm. Okay, gut. Also wir zeigen, dass jede beliebige Norm, diese beliebige Norm, die notiere ich jetzt so, auf Rn, zur euklidischen Norm dafür verwenden wir jetzt die Notation. Also das ist die, wenn ihr die LP-Norm kennt, das ist ja für den Fall P gleich 2. Also R2-Norm, äquivalent Was wollen wir zeigen? Also jetzt kommt die Definition. Das heißt, wir wollen zeigen, es gibt Konstanten. Nehmen wir sie A und B. Ja, so das für alle Vektoren aus dem Rn. Und es geht. Naja, wir können diese beliebige Norm abschätzen nach oben und nach unten durch diese Konstanten und durch die euklidische Norm.
Das ist die Technik. Okay, also wir finden so obere und untere Schranken, ja? Das bedeutet Äquivalenz. Okay, so macht man das Ziel. Naja, das ist die Idee, also wie ich vorhin schon gesagt habe, ob man jetzt die Maximumsnorm oder die Norm nimmt, oder die euklidische Norm, die Idee ist immer gleich. Ich kenne das auch so, ich kenne das auch nicht anders, ich weiß es nicht, aber ja, schauen wir uns das mal an. Also das Erste ist, bei solchen Beweisen, das kann man sich vielleicht merken, wenn man irgendwas mit Norm und Vektoren, also wenn wir im euklidischen Fall sind, also im Rn, und wir wollen das mit der Norm beweisen, dann ist es, oder irgendwie, wenn man abschätzen möchte, dann hier macht man eigentlich fast immer, man schreibt einen beliebigen Vektor, also so ein Vektor x, mit Hilfe der Standardbasis. Und dann kann man für die Norm die Dreieckstellung verwenden. Und dann hat man schon gleich eine Abschätzung nach oben. Und das führt auch direkt hier zum Ziel. Und nach unten hin, das schauen wir uns dann schon mal an. Also nach oben ist es ziemlich einfach. Und zwar sei E1 bis EN die Standardbasis. Sagen für alle x aus Rn, also x ist ja x1 der n-Komponenten, dann gilt es folgendes. Also wir nehmen jetzt die Norm von x. Das ist eine beliebige Norm, aber wir können die Norm, wir können den Vektor x schreiben als die Summe i gleich 1 bis n x i. Ja? Also x i ist dann die Zahl, x1, x2 und das ist ein Vektor. e1, e2, e3, so weiter. Okay? So, jetzt, das ist ja eine Summe. Kommen die Dreiecksumrechnung. Also hier Dreiecks. Umgleichung. Das heißt, wir schauen jetzt die einzelnen Normen an und summieren dann. Das stimmt, weil es der Norm ist. Okay, dann xi. Das ist ja eine reelle Zahl, also das ist ja ein Skalar. Das ist ja eine Norm und das sieht man dann mit dem Betrag davon raus. Ja, also das hier sind die einzelnen xis im Betrag mal die Länge von i. Also die Norm von EI, die Länge bezüglich dieser beliebigen Norm. So, hier haben wir jetzt XI im Betrag. Und wir wollen ja jetzt die euklidische Norm reinbringen. Also wer mit der Maximumsnorm arbeitet, der hat jetzt, kann jetzt ja abschätzen nach Maximum von diesen XIs. Haben wir die euklidische Norm und die euklidische Norm, was macht die? Hat die summiert? Also, das ist ja die Länge für einen Vektor, das was man ja kennt. Standardfall, ja. Und die einzelnen im Betrag, das ist ja auf jeden Fall kleiner. Also die Länge des Vektors ist auf jeden Fall größer. Okay? Also das bedeutet, das ist auf jeden Fall kleiner gleich.
Wir haben mal die einzelnen XIs quadriert und daraus die Wurzel zieht. Das ist ja nichts anderes als die Länge. Also die Länge des Vektors x bezüglich der Objektschnur. So, und das kann man ja von die Summe ziehen. Das hängt ja nicht mehr jetzt von i ab. Also das bedeutet, das ist kleine gleich. Die euklidische Norm von x mal Summe begrenzt bis n und die Länge von der Standardbasis bezüglich der Beliebig-Norm. Genau, und das ist dann auch die Konstante e und Norm ist ja, das ist auf jeden Fall positiv. Okay. So, nach oben hin, die Abschätzung haben wir. Nach unten. Wie kriegen wir jetzt diese Konstante A? So, das muss man jetzt ein bisschen genauer hinschauen. Also, wir sehen A. Brauchen ein A. Das kleine gleiche ist 1 durch die euklidische Norm von x mal die beliebige Norm von x. So, das ist ja eine reelle Zahl. Positiv kann man in die Norm einziehen. Ja? Das heißt, wir haben hier x durch die euklidische Norm von x. So, das hier also dieser Vektor, wenn wir x durch die euklidische Norm von x, das ist auch ein Vektor. Und dieser Vektor hat bezüglich der euklidischen Norm welche Länge? Vollkommen richtig, Länge 1. Ja? Also bezüglich der euklidischen Norm Länge 1 zu haben, das ist die Einheitssphäre im Rennen. Das heißt, dieser Punkt hat Länge 1 bezüglich der euklidischen Norm. Also hat Länge 1 bezüglich der euklidischen Norm. Und eine Normfunktion, also das heißt, wir haben hier Punkte, die sind auf der Einheitssphäre und die sollen wir nach unten abschätzen. Naja, die Einheitssphäre, das ist kompakt. Und jede Norm ist eine stetige Funktion. Das heißt, ich muss es direkt kling, 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 kling machen. Stetige Funktionen auf einem Kompaktum im Maximum, Minimum. Und deshalb ist das nichts anderes als das Minimum, welches existiert und auf der Einheitswelt liegt. Ja, das ist die Idee, wie man A denkt. Okay. Schreiben wir das sauber auf. Also, wir schauen uns die Einheitssphäre. Bezüglich der euklidischen Norm. Also das ist die Länge, nehmen wir mal S, das sind alle Vektoren Rn. Der Eigenschaft, dass die euklidische Norm 1 ist. So, warum ist das kompakt? Naja, das ist beschränkt und abgeschlossen. Okay, also es ist beschränkt. Und abgeschlossen.
bezüglich theoretischen Norm. Und dann lernt man ja einen wunderbaren Satz kennen, den Satz von Heine Borel, der besagt, eine Teilmenge von Rn mit der euklidischen Metrik, die ist beschränkt und abgeschlossen, genau dann, wenn die Teilmenge kompakt ist. Okay. Also, das folgt mit Heine Borel. Es ist kompakt. So, daraus folgt, die Norm ist stetig. Also daraus folgt es nicht, sondern damit folgt. Damit folgt, dass eben Norm auf der Einheitsfälle ein Minimum hat. Dieses Minimum, das wird genau dieses A sein. So, das nennen wir jetzt mal A. A ist die Norm von irgendeinem x0. Also hier ein x0 auf der 1. Okay. So, warum ist jetzt A positiv? Naja. X0 ist aus S, das bedeutet, die euklidische Norm von X0 ist 1. Okay. Also darauf können wir sagen, X0 ist nicht 0. Und daraus können wir sagen, A ist größer. A ist aber das Minimum, also das folgt. A ist Minimum. Das bedeutet, für alle, Vektoren gilt, jetzt eben das, was wir da vorhin gesehen haben, 1 durch die euklidische Norm mal die euklidische Norm von x. Ist einfach nur eine Konstante, kann man reinziehen. So, und das ist auf jeden Fall größer gleich unser Minimum. Okay? Und daraus folgt einmal die euklidische Norm. Ist kleiner gleich die beliebige Norm von x. So, insgesamt gilt für alle x aus Rn, haben wir gezeigt, a mal die euklidische Norm kleiner gleich die beliebige Norm, und das ist wiederum kleiner gleich b mal die euklidische. Und das war hier auch zu zeigen. Gut. Wunderbar. Also ich finde das eine sehr schöne Sache. Okay, ich hoffe, dass es euch hilft und euch im Leben auch weiterbringt. Und ich bin am Ende und setze einen Punkt. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.